Ich sah noch dünn aus, hatte noch volles Haar. Und dunkel. Wie alt waren Sie damals? Damals war ich Ende 30. Ende 30. Was war der Anlass für dieses Bild? Das war Aufnahme der Jungpioniere von der Schule 19, Tagesschule, damals hier in der. Ich bin der Mathematiker, der hier fast 40 Jahre im Haus Mathe-Club gemacht hat. Ziel war Förderung der talentierten Schüler, 4. bis 12. Klasse. Aber schön, dass Sie heute da sind und relativ fit erscheinen für mich. Dankeschön, dass Sie uns daran teilhaben. Ich muss aber auch sagen, wie alt du bist, Siegfried. Das muss ich sagen. Hat er gerade gesagt. Sehr beeindruckend. Schön, man sieht, guck mal, mein Mann ist Potsdamer, Ur-Potsdamer. Und ich finde das immer ganz interessant, wenn er mich hier jetzt, ich arbeite hier, ja, und er mir dann so eine Verbindung zeigt, wo ich immer wieder merke, Potsdam ist schon ein sehr, wie sagt man, verbundener Ort der Generation. Das spürt man hier sehr, sehr deutlich, so wie wir hier gerade den Mathe-Experten, durfte ich noch kennenlernen, 2011, als wir hier angefangen haben. Ich war stellvertretender Direktor hier, Methodiker, und habe dann über die vielen Jahre eine Indianistik, also AG Völkerkunde, Indianistik Nordamerika geleitet. Waren auch von André und mir und alle anderen. Aber sieht gut aus. Ja, und alles akkurat gehangen. Ja, so muss es sein. Preußisch korrekt. Zufrieden? Ich bin zufrieden, ja. Aber auch diese Platten, das sieht schon schön aus hier, dieses Alu Dibond. Das ist schon ein tolles Zeug. Ich war als Kind und Jugendliche selber hier, ne? Und habe hier Seminare, Kurse belegt, AGs hieß das, glaube ich, damals, Arbeitsgemeinschaften, genau. Da waren wir gerade hinten beim Raum, jetzt Ballettraum, früher war da der Nähraum. Und dann habe ich noch Töpfern habe ich noch mitgemacht. Und alles positive Erinnerungen? Ja, ganz positive Erinnerungen. Sonst wären wir jetzt nicht hier, und ich würde es halt auch gerne meiner Tochter mal zeigen und hoffe, dass man vielleicht auf dem einen oder anderen Bild vielleicht sogar mit auftaucht, weil ich selber habe natürlich keine Dokumentation, keine Erinnerung von damals. Ja. Und das finde ich das Schöne, ja, dass dann die Leute so kommen und sagen, Mensch, toll, das so sah das mal aus. Ich habe es ja teilweise auch noch kennengelernt, ne, weil es ja alles vor der Sanierung war, aber es hat sich dann eben ganz doll gemacht. Ich hatte ja die nicht leichte Aufgabe, den Treffpunkt Freizeit hier zuzumachen, dicht zu machen. Und da gab es ja in erheblicher Weise Proteste, und die waren auch nachvollziehbar. Aber damals war auch so eine Situation da, ne? Also es ging nicht vorwärts und nicht zurück, ne? Kein Geld da, um hier zu sanieren, die Mitarbeiter auch nicht mehr motiviert, ne? Die Besucherzahlen gingen zurück und so weiter und so weiter. Ne? Das war ja auch keine schöne Geschichte. Ne? Und auch die Stiftung Schlösser und Gärten, ne, die wollte das ja wieder haben hier. Mhm. Und dann sollte das arrondiert werden. Ne, so. Natürlich alles Quatsch. Ja. Aber schön, dass es gelungen ist. Ne? Genau. Ja. Hallo, guten Tag. Hallo. Ich bin eingestiegen, als es darum ging, dieses Haus zu retten. Und da habe ich ein Alternativ. Ich sage, ich bin eingestiegen, als es darum ging, dieses Haus zu retten. Ich bin der Architekt, der ein alternatives Sanierungskonzept entwickelt hat. Und die Stadt ist dadurch aufmerksam geworden. Und das hat in der Zeit auch dieses Bürgerbegehren begleitet und ein bisschen forciert. Ich wurde dann in der Übergangsphase auch Vorsitzender des Fördervereins. Ich habe mich mit eben dem auch davor Fördervereinsvorsitzenden gerade unterhalten. Und ja, ich bin hier, um anzuknüpfen. Es ist ansonsten ja, Bernhard Wendel, ein nicht ganz unbekannter Architekt in dieser Stadt. Ich habe manchmal das Wasser an- und abstellen müssen. Warum das?
Weil der Hausmeister unpässlich war. Dass Sie hier eine ganz wichtige Funktion ausüben und hätten gerne ein paar Storys mal von Ihnen gehört. Storys habe ich ja, Kinder. Als Hausmeister hat man doch Storys. Nee? Da passieren doch geheimnisvolle Dinge, über die man reden kann. Wir haben ganz normalen Ablauf hier im Haus. Und da ist nichts außergewöhnlich. Treffpunkt Freizeit für mich ist mein Arbeitsplatz unter anderem. Ich arbeite hier als freie Pädagogin zusammen mit Uwe Rühling und seinem Team und Katja. Und wir machen Schulprojekte für vor allem Grundschulen, aber nicht nur im Bereich soziales Lernen, ein bisschen Waldprävention und so weiter. Und bieten hier an dem wunderschönen Ort Projekte an und Workshops. Ich war das ein wichtiges Haus. Weil ja, wir als Schüler oft hier waren, auch was gemacht haben. Und vor allem, wie gesagt, diese Lese- und Gedichtewettbewerbe sind mir so in Erinnerung geblieben. Ja. Und du? Ich habe hier mit 4 Jahren angefangen, Theater zu spielen. Und habe hier 10 sehr gute Jahre meines Lebens jeden Freitag 2 Stunden Theaterprobe gehabt. Und dann immer einmal im Jahr die Aufführung und Probenwochen und verbinde damit einen sehr, sehr wichtigen und schönen Teil meiner Kindheit und Jugend hier mit dem, für mich ist das Treffpunkt Freizeit nicht mehr Pionierhaus. Genau. Hat es sich zugetragen, dass wichtigen Köpfen dieser Stadt eingefallen war, die verfallene Burg der kleinen Leute abzureißen. Der Schandfleck am idyllischen See in einem sagenhaften Tag. 2 Tage später rief der kanadische Botschafter an, und teilte mir mit, also das sei eine ganz schlechte Idee, die ich vorhätte. Und einen Tag später der Ministerpräsident und der gab mir die dringende Empfehlung, doch davon abzusehen, weil das sei ja ein Aushängeschild des Landes Brandenburg. Und gab mir zu verstehen, lieber Herr Jacobs, das lassen Sie mal so, wie das ist. Und dass es gelungen ist, den wichtigen Teil dieses Hauses, nämlich die Jugendarbeit und später dann eben auch die Mehrgenerationenarbeit zu trennen von dem, was vielleicht auch an Punkten war, die man nicht mehr mit über die Zeit retten. Und das ist denen zu verdanken, die in den Jahren danach das Haus getragen haben und dafür gesorgt haben, dass die guten Erinnerungen erhalten bleiben können und viele, viele schöne neue dazugekommen sind. Und deswegen müssen wir, glaube ich, allen, die über die Jahre dieses Haus gepflegt und getragen haben, herzlichen Dank sagen für die Arbeit und auch denjenigen, die damals uns als Potsdamer Politik, ich sag's mal liebevoll, so lange auf den Geist gegangen sind, bis die Entscheidung gefallen ist, dieses Haus zu erhalten, uns dahin gebracht haben. Es war einer der, ja doch muss man auch sagen, Sternstunden von Demokratie in Potsdam.